Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Quarry. Mitten im Wald, allein mit Emma. Und das ist gar keine gute Situation, denn wir haben auch nichts an. Und ist das nicht kalt, Sommer? Also gut, Sommernacht, ne? Alter, jetzt blöd das da draußen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Nee, okay, Mikro nimmt es nämlich mit auf. Könnte ich jetzt theoretisch mal ganz kurz, könnte ich jetzt wieder runter, den anderen Weg gehen? Komm, lauf mal schneller, bitte. Ah, ich kann noch mal ganz runter. Interessant. So, warte. Ich check nämlich, ich habe nämlich am Ende gedacht, Mensch, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht alles angeguckt. Aber Alter, mit dieser Taschenlampe. Mal kurz. Es ist halt schon sehr hell, ne? Oder auch nicht. Doch. Doch, ist es. Guck mal, das sind Hunde. Alter, nee. Das. Ich meine, das soll halt nicht mehr sichtbar sein. Und das sieht man halt, ne? Das soll eigentlich so hier sein. Aber ich finde das. Okay, wir lassen es auf 85. Oder 86. Ach, das ist. Oh, da kriegt man ja. Oh, das tut ja weh. So. So. Darf nicht mehr auf den Boden gucken. Weil, was ist denn hier, Freunde? Hä? Was ist denn hier? Oh, geh doch bitte schneller. Bist du's, Jacob? Das war Tarantino. Der Magier. Hey! Wir drücken Q zum Ansehen. Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation, das Werk eines Magiers. Gerade noch hier schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Ja, wir haben's nicht verpasst, Freunde. Wir haben's genau gesehen. Tarantino beobachtet uns, der alte Lustmolch. Ja, weil die Emma hier nackerlich rumläuft. Ich bin so froh, dass wir nochmal runtergegangen sind, Freunde. Ich hatte so ein Gefühl, ne? So, hier sind die Toiletten, da waren wir auf jeden Fall. Okay, Freunde, es hat sich gelohnt, nochmal umzudrehen. Sehr gut. Ich entscheide mich aber trotzdem für den Weg oben lang. Ja. Warum müssen die auf Treppen so langsam sein? Mann, so schwer ist das nicht. Andererseits könnte man ja schnell wegknicken. Dann muss ich wieder Quicktime machen hinterher. Deswegen, nee. Ist schon richtig so. Mit Geduld, Freunde. Mit Geduld. Okay, da unten. Einen Moment. Ich will mal kurz auschecken. Es tut mir leid, Freunde. Ich will noch mal ganz kurz runter. Ob ich den Weg unten vielleicht ein bisschen lang gehen kann? Weil vielleicht liegt da was. Aber ich habe Angst, dass wenn ich zu weit gehe, ich mich dann halt für den Weg entscheide. Oh. Ich werde mal sehen, was hier oben los ist. Nur ein kleines Stück rein, Freunde. Nee. Ich habe Angst, dass es dann... Ich gehe oben. Ich gehe oben lang. Es tut mir leid, Freunde. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich will sicher gehen, Freunde. Ja? Ich will wirklich so viel wie möglich sammeln. Sind Sammelobjekte cool. Ja, und das könnte unser Leben retten. Also hört auf. Nehmt's hin. So, jetzt gehen wir aber hier lang. Komm.
Ach, das mit dem Handy, das macht mich verrückt. Das habe ich auch immer nie verstanden. In allen, also in so vielen Spielen ist das, dass du diese Spiegelung auf dem Wasser hast, die da gar keinen Sinn macht. So dieses, ich weiß nicht, wie das entsteht. Hat wahrscheinlich mit irgendwelchen Shadern zu tun, aber kann man das nicht entfernen? Das ist auch bei Skyrim so. Oder hier, also wenn ihr jetzt seht, ganz links am Rand, ne, da ist das Wasser ja so ein bisschen heller, ne? Und das ist immer am Rand, das ist auch bei Skyrim so. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. Kann man das nicht irgendwie... Es hat mich schon immer... Hier auch mit der Wasserspiegelung. Warum muss man das so machen? Hier, seht ihr die Bäume, ne? Jetzt sind sie gespiegelt und dann so... Also ich meine, ja, okay. Das macht ja irgendwie vielleicht sogar ein bisschen Sinn. Ne, weil... Vom... Also im Bild sind die Bäume ja dann quasi weg. Aber die Theorie... Also in echt... müsste die Spiegelung ja gleich bleiben. Die ändert sich ja nicht, weil du den Kopf runter machst. So. Aber das fand ich immer komisch. Nichtsdestotrotz ein sehr schönes Spiel, Freunde. Keine Frage. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem schäbig. Die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Und die rutschen wir auch nicht runter. Hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Wir haben sie fallen sehen, Freunde. Jacobs Problem mitfühlend. Hoffentlich ist Abby okay. Ja, wir sind mal mitfühlend. Hoffe, Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls sie es nicht wisst, ich... hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext, Abby mag Nick. Also eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Klar. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen. Echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut. Auf jeden. Die lassen sich's richtig gut gehen. Was ist das hier? Blut oder was? Warum reflektiert das so? Das hat einfach nur Wasser. Sieht so ein bisschen rötlich aus. Ich... Freunde... Mann, ich will nichts übersehen. Rechts oder links? Ich gehe mal beide Seiten ab, wenn es geht. Oh, das ist dieses... Nein. Nein. Ihr habt's gesehen, Freunde. Das tun wir nicht. Wetten, die geht jetzt sofort in diese Hütte rein. Ich gehe mal trotzdem hier lang. Okay, wir können reingehen. Wir können hier... Hier kommen wir irgendwie nicht rein. Ne? Okay. Hier führt eine Treppe runter. Da geht's nicht lang. War hier irgendwas? Ne. War, glaube ich, ganz gut, dass wir den Turm angeguckt haben. Aber dafür konnten wir halt den Stern nicht sehen, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Okay, hier gibt's nichts. Wir kriegen es trotzdem hin. Gehe ich durchs Fenster oder Tür? Ich nehme mal das Fenster. Oh, schaut. Schlüssel. Vom Polizeiwagen. Muss eine dieser... Hinweis entdeckt. Tut mir leid, Officer. Ich hab... Wir checken das mal ganz kurz. Warum war das noch... Warum hatte das ein Ausrufezeichen? Wir haben das doch... Hatten wir das nicht angeguckt? Wir hatten das gelesen, um die zwei Leute, die da...
verschwunden sind beim Wandern. So, Polizeiwagenschlüssel. Diese Schlüssel gehören der Polizei von Northkill. Wie kommen sie hier ins Baumhaus auf der Insel in bei Hackett's Quarry? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also, lasse ich die besser einfach hier liegen. Okay, wir wissen, dass die hier liegen. Falls uns das irgendwas bringt, wir denken dran. So, gehen wir mal rein in der Hütte. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Oh Mann. Es ist schwarz. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Was ist denn mit der? Alter, die ist alleine? Hört irgendwelche Geräusche über sich in einem klapprigen Holzhaus? Ich fasse es nicht. Also, Respekt, ne, dass sie so furchtlos ist, aber Alter, macht die noch so Scherze? Sterben wir einen schrecklichen Tod? Ja, wirst du, Mädchen, und ich werde nichts tun können. Obwohl, die Quicktimes habe ich ganz gut gemeistert, würde ich mal sagen. Wir gehen natürlich nicht zur Falltür, sondern durchsuchen die Taschen. Aber es kann natürlich sein, dass das auch der Fehler ist, ne? Trotzdem ist mir das irgendwie sympathischer, die Taschen zu durchsuchen. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Oh. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Alles klar. Cool. Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Geh! Bärenspray benutzen, Taser benutzen. Ich mach das Spray. Okay. Okay. Wir wissen, was wir nicht machen dürfen, Freunde. Wir wissen es. Quicktime. Nein! Nein! Ich hab doch... Warum? Ich fass es nicht. Sprühen, rennen. Ich hab's schon mal gemacht, es hat nichts gebracht. Das Fenster.
Was muss ich... Muss ich was machen? Nee. Tür versperren, Falltür benutzen. Wir versperren erstmal die Tür. Falltür benutzen. Schönes Ding. Schönes Ding. Hackett's Quarry. Lodge. Ruhig. Ich hab es, er ist okay. Hast du Schmerzen? Nee, sorry, nur... Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was wir alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Die Kraft. Wir nehmen sie mit. Und schau nochmal. Krass. Hätten wir die jetzt nur in der Cutscene einsammeln können? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu... Nochmal, sieh an, die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. The Strength. Krass, ey, das ist wirklich krass. Nur eine Cutscene. Glaube ich. Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert! Ich hoffe, sie sind okay. Denkst du, es hat ihre Fährte aufgenommen? Vorsichtig, optimistisch. Also, das ist nicht gerade sehr optimistisch, zu sagen, ich hoffe, sie sind okay. Wir sind optimistisch. Ich hoffe wirklich, sie sind okay. Denkst du, was noch in der Krankenstation übrig ist, reicht? Caitlin weiß, was sie tut. Wirklich? Ich meine, sie war nicht mal für die Krankenstation eingeplant diesen Sommer. Sie ist nur eingesprungen, weil eine andere ausfiel. Ist besser als gar nichts. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Dylan, lass uns chillen. Ich denke, Nicks Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Hoffnungsvoll, immer hoffnungsvoll. Das ist gut. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an?
Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Polizei. Nach Krankenwagen fragen, Polizei rufen. Den Polizist haben wir kennengelernt. Die Polizei rufen. Ja, Polizei rufen, komm. Wir machen es trotzdem. Wir sagen es trotzdem. Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann ich so, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen, ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es gibt oder wie schlau sie sind, also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen. Erstmal sagst wir du deinen Namen. Dringend Unterstützung. Ja, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tot. Was? Misstrauisch, abweisend hast du aufgelegt. Nein, er hatte doch den Hörer gerade noch in der Hand, Mann! Aber ich bin jetzt mal ein bisschen misstrauisch. Das war komisch. Hat er was damit zu tun? Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemand kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Alter, die behalte ich sowas von in der Hand. Du musst verrückt sein, ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet sind. Ja, wir bleiben ruhig. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Okay. Das geht los. Am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Es ist alles still. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Ich meine, man könnte ja in den komischen Raum mal gehen. Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Und die Kameras checken. Ja, los geht's. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Oh Gott. Was für eine Truppe. Defensiv. Die braucht sie nicht, oder? Gib ihr die Waffe. Aggressiv. Defensiv. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Das Ding ist, gebe ich sie jetzt ihm?
Okay, wir geben die Waffe ab. Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Cool. Ryan, gefällt deine Entscheidung? Ich störe wohl gerade. Nee. Gucken die sich einfach 10 Sekunden lang so an? Hey, ich störe wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Entschuldigung. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Wir konnten jetzt aber nichts untersuchen da. Hackett's Quarry, Insel. Und wir spielen Emma. Da oben. Diese Slackline? Nee, das ist was anderes. Irgendeine Line. Da rutschen wir nicht runter. Mm-mm. Keine Chance. Nope. Nein. 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 Kann ich mich noch entscheiden, bitte? Gar nicht einkurbeln. Wir kurbeln mal schnell ein. Oh Gott. Oh, wir haben keine Zeit zu rutschen. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Wir springen. Ich will... Fuck. Fuck, ich hätte nicht... Nein, das war der Fehler. Geile Mucke auf jeden Fall. Augenuschi! So schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder soweit? Ja. Die Stärke. Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Der Magier. Der Magier? Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Ich will alles von dir sehen. Entschuldigung. Okay, Freunde, bevor wir uns das jetzt angucken, ja. Ich verstehe irgendwie das System nicht so ganz von diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns gar nicht darum kümmern, ob wir sterben oder nicht, wenn wir so eine Karte gesehen haben. Weil was wir gesehen haben, ne, beim letzten Mal bei der Augen-Uschi, haben wir gesehen, in der
Glaskugel. Die hat dann nach dem Ding gegriffen und das ist abgebrochen und sie ist irgendwo raufgeklatscht. Aber das ist ja jetzt nicht passiert. Wir sind ja da dran gesprungen. Also wir sind sogar an zwei so eine Dinger gesprungen und ist nichts kaputt gegangen. Und ist das nicht kaputt gegangen, weil wir die Karte gesehen haben? Oder haben wir... Weil wir haben ja sonst nichts anders gemacht, so, ne? Also wir hätten jetzt zum Beispiel noch langsam kurbeln können, aber ich glaube nicht, dass das beeinflusst hätte. Ich weiß halt nicht, was wir... Also ich bin einfach froh, dass wir überlebt haben, natürlich. Das ist super geil. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber Freunde, die Zeit ist rum. Und was die Zukunft bringt, müssen wir uns in der nächsten Folge The Quarry angucken. Denn ja, Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.